Die Regel bei uns ist und die bleibt: jeder Moslem, der sein Gebet für sich richtig ist, ist sein Gebet auch für die anderen richtig. Und wir beten hinter jedem Moslem, ob er gut oder schlecht ist. Moslem. Außer jetzt, dass wir genau wissen, dass das Gebet ungültig ist oder dass dies, was diese Person macht, das gehört zu einer, walayazu billah, sehr schlimmen Sufi-Gruppe oder so schlimmen, sage ich jetzt, Gruppierung. Dann als sozusagen Maßnahme, dass die Leute, dass diese Person weiß, dass man mit ihm, dass man mit ihr unzufrieden ist, dann betet man nicht. Und das ist barakallahu. Und wenn die Leute Erneuerungen machen, und diese Neuerungen machen ihr Gebet nicht ungültig, da kann man hinter ihnen beten. Aber zum Beispiel, jemand liest nicht Al-Fatiha. Oder jemand, walayyadu billah, barakallahu fikum, macht das Gebet durcheinander, betet nicht wie nach normalen Gebet, nach der Sunna. Dann nicht. Und natürlich, wenn du in einer Stadt bist, es gibt eine Sunna-Moschee und es gibt diese Dittib, und so weiter, dann natürlich betest du in der Sunna-Moschee. Weil, wenn du bei den anderen betest, dann würden sie denken, sie haben Recht und sie sind richtig und sie sind in Ordnung. Und wenn sie Zuspruch, die denken, die bekommen Zuspruch, weil sie richtig sind, weil die Leute viel bei ihnen sind. Da sollte man das bedenken, barakallahu fikum.